interessiert. Wir haben heute eine Sonderveranstaltung mit Herrn Dr. Pennekes und anschließend werde ich einen Vortrag zum Bienenmonitoring halten, nämlich zu dem, wie Herr Peter Hoppe, der auch hier ist, und ich diese Studie sehen und nur mit Kritikpunkte sehen. Herr Pennekes ist 60 Jahre alt, kommt aus den Niederlanden, hat allerdings einige Jahre hier auch in Deutschland und dann in der Schweiz verbracht. 1968 bis 1974 war er an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Wageningen, hat allgemeine Agrarwissenschaften gemacht, hat sich dort aber schwerpunktmäßig mit Toxikologie und Humanernährung beschäftigt. Anschließend an seine Diplomarbeit bis 1978 hatte er eine Doktorandenstelle bei Shell Research, hat dann die Dissertation gemacht über die Dioptrien. Ein Pestizid, das, wo er die Lebertumorbildung an der Maus untersucht hat. 1978 bis 1980 war er dann an der Uni Warburg bei Professor Schulte-Hermann, auch ein sehr bekannter Name in diesem Gebiet, und war dort Assistent. Anschließend war er 5 Jahre wissenschaftlicher Angestellter im DKFZ und von daher freue ich mich natürlich, dass heute auch einige Kollegen aus dem DKFZ da sind, sowohl aus seiner Zeit als auch der Zeit nachher. Anschließend anderthalb Jahre Leiter der Toxikologie bei Sando in Basel und 86 bis 92 war Leiter der Toxikologie bei RCC in Ittingen in der Schweiz. RCC ist, meine ich, weiß nicht, ob es stimmt, aber europaweit das größte Auftragsinstitut für tiertoxikologische Studien, wird also sehr viel von vor allem der Pharmaindustrie, aber auch von der Pflanzenschutzindustrie belegt. So, und seit 92 ist er selbstständiger Consultant in den Niederlanden und ja, Thema kann man nicht loslegen. Ich freue mich und bitte um einen kleinen Begrüßungsapplaus. Für die liebenswerte Einführung. Ich freue mich wirklich, wieder im Neuenheimer Feld zu sein. Ich habe hier 5 Jahre gearbeitet am Deutschen Krebsforschungszentrum und ich freue mich insbesondere, dass Lutz Edler hier ist, der mir damals sehr geholfen hat, die Dosiswirkungsbeziehung des Organochlorinsektizids Dieldrins abzugeben. Am DKFZ habe ich auch Hermann Druckrey kennengelernt. Und Druckrey übergab mir bei einer unserer letzten Begegnungen ein Buch, das er zusammen mit dem Nachrichtentheoretiker Karl Küpfmüller geschrieben hatte. Das Buch heißt Dosis und Wirkung, Beiträge zur theoretischen Pharmakologie. Die beiden haben sich daran gemacht, die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten nachzugehen, die zwischen Dosis und Wirkung bestehen könnten. Und zur damaligen Zeit war bekannt die Haber'sche Regel. Die Haber'sche Regel besagt, dass identische Produkte von Konzentration und Dauer der Verabreichung dazu führen, dass die gleiche Wirkung eintritt. Das heißt, dass bei ständiger Zufuhr einer unterschwellig toxischen Dosis die Giftigkeit mit der Zeit ansteigt. Im Diagramm mit linearskalierten Achsen ergibt sich die hyperbolartige Kurvenform, die rote Kurve. In doppellogarithmischer Darstellung dagegen eine Gerade. Und Druckrey war besonders interessiert an dieser Haber'schen Regel, weil er gezeigt hatte, dass sie auch für krebserregende Substanzen eine Bedeutung hatte. Und zur damaligen Zeit sagte er schon, dass diese CT-Gifte, wie er sie nannte,
interessanterweise dadurch ausgezeichnet sind, dass sie irreversible Bindungen mit Zellbestandteilen eingehen oder irreversible Funktions- oder Zustandsänderungen an diesen erzeugen. Und zusammen mit Küffmüller hat er sich dann daran gemacht, die theoretischen Grundlagen für diese CT-Beziehung zu erarbeiten. Und er macht das zusammen mit Küffmüller basierend auf die Vorstellung Ehrlichs, welche die pharmakologische Wirkung auf eine Reaktion eines Giftes mit spezifischen Rezeptoren bezieht. Und daher diese Betrachtungsweise ermöglicht die Anwendung der reaktionskinetischen Ansätze. Und zunächst lösen sie die komplexen Beziehungen zwischen Dosis und Wirkung in die grundlegenden Einzelvorgänge auf. Die erste ist selbst der Vorgang der Resorption. Aus ihnen folgen die Beziehungen zwischen der Dosis und die Höhe der Giftkonzentration am Wirkungsort, sowie dem zeitlichen Verlauf, den diese verschiedenen Teilen des Körpers nimmt. Und der zweite Vorgang umfasst die chemische Reaktion des Giftes mit funktionswichtigen Bestandteilen der Zellen. Also die Beziehung zwischen der Konzentration des Pharmakons am Wirkungsort und der durch sie bewirkten Rezeptorenbesetzung. Und von ihr hängt dann schließlich drittens die eigentliche biologische Wirkung ab. Und Sie sehen hier den reaktionskinetischen Ansatz für den Fall der bimolekularen Reaktion von 4-Dimethylaminoazobenzol, auch Buttergelb genannt, mit spezifischen Rezeptoren. Hier ist die Geschwindigkeit der Kombination dargestellt. Die eine Funktion ist der Anfangskonzentration der spezifischen Rezeptoren, mit denen Buttergelb reagiert, und der Konzentration minus der Konzentration der bereits besetzten Rezeptoren, das heißt also der Konzentration der freien Rezeptoren, und C, die mittlere Konzentration des Buttergelbs, die durch die täglichen Dosen erzeugt wird. Und das zweite Glied ist die rückläufige Reaktion. Die Konzentration, die abhängig ist allein von der Konzentration der verwendeten Rezeptoren, wobei TR die Zeitkonstante der rückläufigen Reaktion ist. Und mit ziemlich einfachen Annahmen kann dann gezeigt werden, dass auch mit diesem Ansatz gezeigt wird, dass die Habische Regel erfolgt. Wenn die Zeitkonstante der rückläufigen Reaktion unendlich ist, gibt es die Vereinfachung 1 nach 2. Wenn angenommen wird, dass die Konzentration der bereits veränderten Rezeptoren sehr viel kleiner bleibt als die Anfangskonzentration der spezifischen Rezeptoren, ergibt sich die Vereinfachung 3. Und wenn auch angenommen wird, dass die Mikrokonzentration des Buttergelbs konstant ist, ergibt in der Integration die Habische Regel. Also Sie haben im Prinzip mit einem reaktionskinetischen Ansatz gezeigt, dass die krebserregende Wirkung von Buttergelb auf einer irreversiblen Rezeptorenbesetzung beruhen kann. Aber Sie geben sich damit nicht zufrieden. Ich sage, die Beziehung zwischen Giftkonzentration und der Wirkung ist keine unmittelbare. Vielmehr liegen wenigstens zwei Stufen vor. Die erste ist die durch das Gift herbeigeführte Rezeptorenbesetzung und die zweite die dieser folgende Wirkung. Und sagen Sie, daher kann die Reversibilität der Wirkung dieselbe Bedeutung für den Wirkungscharakter des Giftes haben und die Reversibilität der Rezeptoren besetzen. Und dann kommt es zu dieser entscheidenden Tabelle, wo die theoretisch möglichen Beziehungen zwischen der Giftkonzentration C
sei unser Weg und Wege in Abhängigkeit von der Größe der Zeitkonstanten für die Reversibilität der Rezeptorenbesetzung und der Größe der Zeitkonstanten für die Reversibilität der Wirkung dargestellt wird. Ein Konzentrationsgift, also wo die Wirkung abhängig ist von der Konzentration am Wirkungsort, liegt nur dann vor, wenn beide Konstanten sich null nähern, das heißt, wenn sowohl die Rezeptorenbesetzung wie auch die Wirkung schnell reversibel ist. Ist aber die Rezeptorenbesetzung praktisch irreversibel, entspricht die Wirkung dem Integral der Giftkonzentration über die Zeit. Also wenn Kurve 1 die Giftkonzentration über die Zeit darstellt, zur Zeit Kurve 3, was passiert, wenn die Rezeptorenbesetzung irreversibel ist, dann entspricht die Wirkung dem Integral der Giftkonzentration über die Zeit. Und das sind also die sogenannten CT-Gifte, und die Wirkung tritt erst nach einer gewissen Latenzzeit ein. Aber Sie sagen Folgendes: Wenn sowohl die Rezeptorenbesetzung als auch die durch sie ausgelöste Wirkung irreversibel und irreparabel sind, kommt es mit der Zeit zu einer enormen Wirkungsverstärkung. Die Wirkung entspricht dem doppelten Integral aus der Giftkonzentration über die Zeit. Das ist die Kurve 4. Und bei derartigen Giften kann also unter Umständen während der Zeit ihrer Einwirkung überhaupt kein sichtbarer Effekt auftreten, während später, wenn das wirksame Agens vielleicht schon längst ausgeschaltet ist, immer zunehmende und schließlich katastrophale Wirkung an der Zelle bzw. am Organismus auftreten. Druckreich zeigt dies 15 Jahre später bei der Erzeugung von Leberkrebs bei Ratten mit Diethylnitrosamin. In doppellogarithmischer Darstellung ergibt sich eine Gerade zwischen der Tagesdosis von Diethylnitrosamin und die mittlere Induktionszeit des Tumors. Diese Beziehung gibt es anscheinend auch für die Photokarzinogenese. Die Zeit bis zum Eintreten von Hauttumoren ist auch in einer doppellogarithmischen Darstellung eine lineare Funktion der Tagesdosis. Und wo es kommt also mit der Zeit zu einer enormen Wirkungsverstärkung, was im Prinzip 1949 vorausgesagt wurde, wird 1963 nachgewiesen. Zwar nimmt die Latenzzeit bis zur Erzeugung, bis zum Auftreten des Leberkrebses mit der also je geringer die Tagesdosis ist, je länger ist die Latenzzeit bis zum Leberkrebs, aber die Gesamtmenge, die erforderlich ist, um den Krebs zu erzeugen, wird immer kleiner, je tiefer die Tagesdosis ist. Und das ist eigentlich die Wirkungsverstärkung, die Druckrein und Küffmüller schon 1949 vorausgesagt haben. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass wir von der Molekularbiologie von Krebs wissen, Wirkungsverstärkung, die Rezeptorenbesetzung und die durch sie ausgelöste Wirkung sind irreversibel und irreparabel, dann sieht man, dass Druckrein und Küffmüller im Prinzip den Wirkungsmechanismus der Krebsentstehung mehr oder weniger beschrieben haben, 1949.
Wichtig ist auch zu wissen, dass eine Toleranzdosis kaum definierbar ist für Kanzerogene. Ein einziges Kanzerogen-Molekül kann genügen, um Krebs auszulösen. Vorausgesetzt, das Molekül trifft die entscheidende Stelle in der Zelle. Das kann man zeigen am klassischen Tumorsuppressorgen für die Entstehung des Retinoblastoms. Weil der Verlust des Genproduktes durch Inaktivierung beider Allele zur Tumorentwicklung führt. Der erste Treffer kann ein ererbter Faktor sein und der zweite Treffer vollbringt die Zerstörung des zweiten Alleles mit Heterozygotivverlust und Transformation zum Retinoblastom. Kommen wir jetzt zu der Toxizität der neonicotinoiden Insektizide bei Glieder-Tieren. Wir sehen hier, dass genauso wie bei krebserregenden Substanzen sich hier auch in doppellogarithmischer Darstellung eine Gerade ergibt. Sie sehen hier die Einwirkungsdauer bis zu 50% Mortalität und hier die Konzentration des Giftes. Und wenn wir uns die letale... Entschuldigung, kann man das nochmal zurückhaben, bitte? Hier ist die Konzentration des Giftes dargestellt, in die Zeit bis zu 50% Mortalität bei verschiedenen Autopoden. Macht man da nicht immer auch eine Kontrolle? Weil die Arthropoden leben ja nur kurze Zeit. Können wir das zurückstellen? Mhm. Auch hier zeigt sich, dass die letale Wirkung des Imidacloprid, dass die Latenzzeit umgekehrt proportional ist zur Konzentration. Also je tiefer die Konzentration, umso länger braucht es, bis die letale Wirkung eintritt. Aber es kommt mit der Zeit zu einer enormen Wirkungsverstärkung. Die erforderliche Gesamtdosis wird immer kleiner, je geringer die Expositionskonzentration ist. Und Imidacloprid, eine der meist verwendeten neonicotinoiden Insektizide, bindet fast vollständig und nahezu irreversibel an die nikotinischen Acetylcholin-Rezeptoren und blockiert diese damit. Und das Imidacloprid wird nicht durch das Enzym Acetylcholin-Rezeptor abgebaut. Und es gibt ein zweites Problem bei den Neonicotinoiden-Insektiziden. Das ist die Persistenz und Mobilität im Boden. Und die Ausschweifung, die stattfindet. Imidacloprid hat eine ausgeprägte Persistenz und Mobilität im Boden und kann im gelösten Zustand ins Grundwasser verlagert werden. Und diese Gefahr ist auf leichten, humusarmen und flachgründigen grundwassernahen Standorten besonders groß. Und Sie sehen hier links die Anwendung von Imidacloprid in Holland. Gelb ist Mais, braun Kartoffeln, blau Zuckerrüben, schwarz Gewächshäuser, grün Obstbäume und rot Blumen sind, wo Imidacloprid in Oberflächengewässern gemessen wird, die Grenzwerte überschritten werden. Wofür steht MTR? Maximum Tolerated Risk. Und die Belastung von Oberflächengewässern mit Imidacloprid ist teilweise extrem.
Sie sehen hier Waddingsveen, da wird der MTR fast 1000 Mann überschritten. In Rendsburg fast 2000 Mann. In Noordwijk fast 5000 Mann. Dieses Risiko bezieht sich auf das Risiko für Insekten oder was ist die Maximum, was ist denn, worauf bezieht sich das? Ich glaube, das ist basierend auf die 10-Tages-Toxizität der Cypriopsis. Auf dieser Basis kann ich den Ganzen festgelegt worden. Nun haben Insektizide negative Effekte auf Pflanzen, Laufkäfer, bodenbrütende Ackervögel und auch auf die biologische Schädlingsbekämpfung. Kürzlich ist in einer europaweiten Studie gezeigt worden, dass von den 13 Faktoren der landwirtschaftlichen Intensivierung der Gebrauch von Insektiziden und Fungiziden konsequent negative Effekte auf die Biodiversität hatten. Und Insektizide reduzierten ebenfalls die biologische Schädlingsbekämpfung. Und wir sehen dann auch, dass Ackervögel wie die Grauammer und Ortolan seit Einführung der neonicotinoiden Insektizide in Holland ausgestorben sind. Das Warmkehlchen. Kann man das auch nochmal zurück machen? Okay. Und wo setzen Sie die Einführung der Neonicotinoide an? Ungefähr? 1991. 91. Ja. Gleich massiv. Also nicht flächendeckend. Nicht gleich massiv, aber ab 91 wird es verwendet. Und wie sieht die Entwicklung der Vogelarten vorher aus? Die sind teilweise auch rückläufig. Aber was ich zeige, sind einfach, dass Insekten, aber Vogelarten, dass die Bestände zurückgehen. Und dass ich sage nichts weiteres als das. Ich sage nicht, dass es eine kausale Beziehung gibt. Aber es ist bemerkenswert, dass es stattfindet. Das Braunkehlchen. Ein Insektivore-Vogel kommt als Ackervogel in Holland nicht mehr vor. Es gibt sie noch auf der Heide. Ja, ein Ödlandvogel. Ja. Auch die Feldlerche zeigt in Holland gravierende Bestandsrückgänge. Der Bestand des Rebhuhns in Holland ist gefährdet. Ein negativer Trend ist auch ersichtlich bei den Fasanen. Und die Belastung von Oberflächengewässern mit dem Niederkulturkrieg korreliert. Ich sage nicht, dass es eine kausale Beziehung ist, aber sie korreliert mit einer Abnahme der Diptera, der zwei Flügelabundanz. Hier wird, und ich habe das nochmal dargestellt, diese Reduzierung der zwei Flügelabundanz ist schon ersichtlich bei einer fünffachen Überschreitung des Grenzwerts. Und Sie müssen sich erinnern, in Noordwijk wird der Grenzwert 5000 Mann. Sie sehen, dass in Niederkloppritt links fast im ganzen Land angewendet wird. Und hier sehen Sie auf der rechten Seite den Grundwasserspiegel in Holland, die in den tiefblauen Gebieten niedriger ist als der Meeresspiegel. Holland ist also sehr anfällig für Leaching, für Auswaschung
von Pestiziden. Ja. Was wir seit Einführung der neonicotinoiden Insektizide sehen, ist ein starker Rückgang der Schmetterlinge. Und wir sehen auch, dass insektenabhängige Vögel in unterschiedlichen Habitats eine Bestand zurück, dass die Bestände zurückgehen. Die Uferschnepfe ist auf feuchtwiesen brütender Symbolvogel in den Niederlanden und steht jetzt auf der roten Liste. In Mischwäldern brütende Weidenmeise zeigt erhebliche Bestandsrückgänge. Die Haubenlerche bevorzugt offenes, trockenes Grasland, ist auch in Steppen anzutreffen, ist ausgestorben in Ordnung. Bei gleichbleibender Tendenz wird eine der charakteristischen Vögel der Nordseeküste, der Austernfischer, im Jahre 2020 aussterben. Der Drosselrohrsänger lebt im dichten Schilf und Ufergebüsch und ist stark bedroht in der Nacht. Der in den Dünen lebende Steinschmetzer ist in Holland so gut wie ausgestorben. Der auf der Heide lebende Brachpieper ist ausgestorben in Holland. Die Bestände der Umsiedlungen herumlebenden Stare sind rückläufig. Wegen des Bestandsrückganges wurde der Aussperrling auf der Vorwarnliste der gefährdeten Arten aufgenommen. Fassen wir mal zusammen. Die neonicotinoide Insektiziden binden fast vollständig in nahezu Erotiden an die nikotinischen Acetylcholinrezeptoren und blockieren diese damit. Und bei neonicotinoiden Insektiziden kommt es ähnlich wie bei Kanzerogenen mit der Zeit zu einer enormen Wirkungsverstärkung. Imidacloprid hat eine ausgeprägte Persistenz und Mobilität im Boden und kann im gelösten Zustand ins Grundwasser verlagert werden. In Holland ist die Belastung von Oberflächengewässern mit Imidacloprid teilweise extrem und gefährdet in Insekten. Und die Belastung von Oberflächengewässern korreliert mit einer Abnahme der Zweiflügler-Abundanz. Wir sehen einen starken Rückgang der Schmetterlinge seit der Einführung der Neonicotinoiden-Insektizide. Und viele von Insekten abhängige Vogelarten sterben aus oder zeigen gravierende Bestandsrückgänge in sehr unterschiedlichen Habitats. Mich hat diese Gegebenheiten mich veranlasst, ein Buch zu schreiben. The Systemic Insecticides, a Disaster in the Making. Wir stehen möglicherweise am Vorabend einer ökologischen Katastrophe. Es ist mehr Forschung erforderlich, um kausale Beziehungen zu ermitteln, aber die Daten, die ich Ihnen gezeigt habe, sind im höchsten Maße angenommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sind sich noch einige Fragen im Raum? Ich mache jetzt kurz mal Diskussionsleitung. Okay, eine Meldung. Gut. Gibt es in Holland eine nennenswerte Pflanzenschutzmittelindustrie? Das weiß ich nicht. Und wie reagieren die Behörden auf diese Befunde? Also ich rede jetzt aus meiner Sicht, nicht? Ist es so? Es gibt keine Agrofirmen in Holland. Ich weiß nicht von der Größe Syngenta, BASF,
Landwirtschaft auch eine enorme wirtschaftliche Bedeutung haben. Auf unserer Handelsbilanz ist die Landwirtschaft sehr wichtig. Es wird sehr viel exportiert. Und bis jetzt nehmen die Behörden keine Notiz. Und das ist aus meiner Sicht sehr bedauernswert. Sie haben das jetzt exemplarisch am Beispiel von Imidacloprid festgemacht, aber es betrifft die gesamte Gruppe der neonicotinoiden Insekten, also zum Beispiel auch Clothianidin, was uns Imkern ja besonders übel aufgestoßen ist im oberen Rheintal. Ja, ich denke schon, weil die Problematik ist die, dass um systemisch wirken zu können, müssen diese Substanzen bis zu einem gewissen Grad wasserlöslich sein. Und sie sind auch, Clothianidin ist genauso wie Imidacloprid, sehr persistent im Boden. Man sagt ja, es handelt sich um neonicotinoide Substanzen, aber eigentlich sind es Organochlorverbindungen. Ich meine, der Vergleich liegt nahe zu sagen, es sind eigentlich Organochlorverbindungen. Und Clothianidin wird auch leicht in das Grundwasser durchversickern. Entschuldigung, etwas zum System. Nachdem ja sehr unterschiedliche Habitate von Zuhörern hier sind, würde ich auch bitten, dass sich die Damen und Herren kurz mit Namen vorstellen, woher sie kommen. Es ist einfach, hier sind Leute im Raum von Rifkorn, es ist Universität, es ist unterschiedlich. Anna, ich komme von DKFZ. Das freut mich aber richtig. Herr Banner, das freut mich so. Wenn ich nochmal zurückkommen darf auf Burkrei, ja. Dann hat nach meiner Erinnerung, haben Burkrei und Schuchmüller doch eine sehr wichtige Unterscheidung bei toxischen Effekten gemacht, indem sie gesagt haben, es gibt einmal den irreversiblen Summationseffekt. Während der unspezifisch toxische Effekt, der daneben auftritt, nicht diese Summation zeigt und konzentrationsabhängig ist. Deswegen war ich jetzt überrascht, die haben bei diesen Überlegungen zu den Insektiziden eigentlich die Summationswirkung von Druckrei und Kupfmüller zugrunde gelegt, die für diesen Fall aber eigentlich gar nicht angewandt haben, nee, das ist für den rein toxischen Effekt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt würde mich interessieren, Sie haben jetzt nur über die Reduktion der Bestände in diesen verschiedenen Spezies hingewiesen. Gibt es denn eigentlich auch eine höhere Inzidenz an Tumoren bei diesen Tieren oder ist darüber gar nichts bekannt? Darüber ist nichts bekannt. Natürlich ist der Rezeptor ein anderer. Gell? Es ist nicht die DNA, die bei Kanzerogenen, sondern ein Rezeptor im Nervensystem. Aber es hätte den Druckrei sicherlich sehr gefreut zu sehen, dass seine theoretischen Überlegungen, die er zusammen mit Kupfmüller gemacht hat, in diesem wunderbaren Buch Durchsuchungswirkung, dass die auch generell Anwendungen finden, sozusagen außerhalb des Bereiches der Kanzerogene. Das, wenn man sieht, dass bei Insektiziden eine Verstärkerwirkung auftritt, ist das laut Druckrei und Kupfmüller nur zu erklären über eine irreversible Rezeptorbindung und eine irreversible Wirkung. Weil dann tritt die Verstärkerwirkung erst an. Die wäre aber eine andere als der Kanzerogeneffekt. Ja, richtig. Weimer, mein Name ist DKZ. Sie haben sehr viele rote Arten gezeigt, wo Sie sagen, das sind insektenfressende Vögel, da gehen die Bestände zurück. Sie fassen das ja auch so zusammen. Es stellt sich natürlich die Frage, was ist mit den nicht insektenfressenden Vögeln? Wenn alle Vögel zurückgehen, hätten wir natürlich das jetzt auch genauso gesehen. Also die Frage ist umgekehrt, die Tatsache, dass ein Boden ist und ein zuverlässiger Prädiktor dafür, dass die Bestände zurückgehen. Sie haben völlig recht.
Natürlich ist das so, aber interessieren wir uns für Insekten? Nein, wir interessieren uns für Bienen, weil wir sie brauchen. Und wir interessieren uns für Schmetterlinge, weil sie schön sind. Und den Rest der Insekten interessiert uns eigentlich gar nicht. Bis es uns an den Kragen geht. Also wenn man sich der Frage stellt, gehen die Insekten infolge der Anwendung dieser Insektizide vielleicht zurück? Und das war eigentlich auch meine Fragestellung. Welche Vogelarten gehen zurück? Und wie ernähren sie sich? Und beziehungsweise wie ernähren sie die Jungtiere? Und man sieht bei jeder zurückgehenden Vogelart, dass sie abhängig sind von Insekten. Aber Vögel, die nicht Insekten sind. Damit ist keine Kausalität nachgewiesen. Ja, aber was ist denn die Vogel, die keine Insekten normalerweise? Ja, es gibt zum Beispiel Fischessen-Vogelarten. Ich komme jetzt nicht gerade auf die deutsche Bezeichnung. Das tut mir eigentlich leid, wenn ich so sagen kann. Aber die fischessenden Vogelarten in Holland, die wachsen oder sind stabil. So, es gibt zum Beispiel, wenn wir mal zurückgehen, die auf den Drosselrohrsänger, das ist der dichten Schilf- und Ufergebüsch liegt. Es gibt ungefähr 13 bedrohte Vögel in diesem Habitat. Und die werden seit 1990 ist da ein Spezialprogramm, läuft da, um die zu schützen. Die Fisch essen, die sind stabil oder nehmen zu. Und die Insekten fressen, gehen zurück. Habe ich Ihre Frage damit zufriedenstellend beantwortet?